Herzlich willkommen zum nächsten Video über Logarithmusfunktionen. Hier werden wir sehen, wie man einen Logarithmus aus einer gegebenen Exponentialfunktion ablesen kann, beziehungsweise aus dem Graphen einer Exponentialfunktion, und werden uns überlegen, wie man den Logarithmus als Umkehrfunktion der Exponentialfunktion verstehen kann. So, zuerst zur Ablesübung. Ihr seht hier rechts den Graphen f von x gleich 2 hoch x, das heißt, die blaue Linie hier beschreibt den Graphen 2 hoch x. Und wir müssen jetzt a, b, c und d quasi ablesen, die Werte. Also a und b sollten ganz einfach sein. Wir brauchen nur den Wert bei 1,5 für das a hier nachschauen. Also 2 hoch 1,5 ist gleich wie viel? Wir schauen hier an, was der y-Wert dieses Graphen ergibt. Das ist so ein bisschen über 2,8. Also würde ich sagen 2,81 circa. Überprüfen wir das mal mit dem Taschenrechner. 2 hoch 1,5 ergibt 2,828 und noch weitere Kommastellen. So, ich mache nochmal das Beispiel C, weil dann muss man das umgekehrt ansetzen. Überlegen wir uns noch einmal, was der Logarithmus 2 von 1, also der Logarithmus zur Basis 2 von 1,5 liefert. Das liefert ein x, nämlich welches x? Dieses x, das 2 hoch x gleich 1,5 ist. Das heißt, wir müssen jetzt umgekehrt denken. Wir suchen zuerst den b-Wert hier. Der liegt hier, 1,5. Und jetzt den dazugehörigen x-Wert des Graphen. Also, wir wären am Graphen hier und der x-Wert an der Stelle ist 0,6. So würde ich sagen, circa 0,6. Ich kann das auch noch mit dem Taschenrechner überprüfen. Dazu muss ich eingeben, log oder ln von 1,5 dividiert durch log oder ln von 2. Und das ergibt 0,5849 und so weiter. Okay. Ich hoffe, du bist auf folgende Ergebnisse beim Ablesen gekommen. Nun werden wir klären, was diese Art der Ableserei mit Umkehrfunktionen zu tun hat. Dazu schauen wir uns folgendes Fenster an auf dem Arbeitsblatt. Also, eine Umkehrfunktion ist am leichtesten zu verstehen, wenn man sich den Graphen anschaut, also den Graphen a hoch x, und der Logarithmus zur Basis a von x wäre dann dessen Umkehrfunktion, das heißt die Spiegelung dieses Graphen an der ersten Mediane. Schauen wir uns mal die Funktion f von x gleich a hoch x an, die sieht so aus. Und spiegeln heißt jetzt, dass dieser Abstand hier im rechten Winkel auf den Median der gleiche sein soll wie dieser Abstand. Das heißt, wir können da mal anfangen, ein paar Punkte abzuzeichnen und uns dann überlegen, wie der umgekehrte Graph, also die Umkehrfunktion dieses Graphen aussieht. Hier haben wir einfach drei Punkte gesucht und uns dann circa überlegt, wie dieser Graph aussehen soll. Okay, das war der erste Punkt. Hier müssen wir noch erklären, warum der Logarithmus zur Basis a von x nur für positive Zahlen x sinnvoll ist. Naja, das ist eigentlich ziemlich einfach erklärt. Wir haben jetzt schon verstanden, dass der Logarithmus zur Basis a die Umkehrfunktion von a hoch x ist und a hoch x ist immer größer 0. Das heißt, man kann sagen, die Funktion f von x gleich a hoch x spuckt nur positive Zahlen aus. Und wenn wir hier die Umkehrabbildungsvorschrift ansehen, aus x a hoch x wird a hoch x x, das heißt der y-Wert wird zum neuen x-Wert, dann ist es nur verständlich, dass das nur für positive Werte definiert sein kann, weil ja die Exponentialfunktion nur positive Werte trifft. Okay, wir sehen uns im nächsten Video.